Jo, Thermopyrien, keine Ahnung. Oh. Einfach mal ein Jahr belagert und schon sind die am Poppers. Sehr schön. So, richtig gut. Thunder Bros haben Model Schatten gemacht. Hitman. Ah. Ach so, okay. Irgendwie klang das gerade so, keine Ahnung, ernüchternd, sag ich mal so. Ja, das machen die Warner Bros. Und okay. Aber ja, dann ist es ja gar nicht so schlecht. Also, mal schauen. Bin zumindest mal sehr gespannt. Vor allen Dingen halt auch, es ist eine Ehre, erwarte eure Befehle. Poseidon segne unsere Reise. Na, egal. Vor allen Dingen, weil es ja 100 Jahre davor spielt oder so. Ja. Ja, es ist ja, ja, ist klar, dass die es machen. Ja. Aber das fand ich halt so komisch, weil die haben ja, glaube ich, die ersten oder die anderen auch gemacht. Und die sind ja alles andere als gut. Oder sagen wir mal, alles andere als spielbar. Ja. Ja, Lego haben sie echt drauf. Kein Krieger will im Kampf all. Ja, sehr, sehr gut, aber ich darf nicht. Tut mir leid. Oh, Pontos holt sich das. Interessant. Unser Angebot ist gerecht und ehrenhaft. Bei den Göttern wir alles. Sorry, ich habe eine Challenge zu machen. Okay, also sabotiert. Also unsere Buddies sind gerade auch nicht gerade breit gefächert, ne? Also die wurden von den Rugiern ziemlich zermalmt. Warte mal, ich schick denen mal kurz Geld. Ein Botschafter eines solch großen Volkes ehrlich. Ich bin voller Erwartung. Gib dir mal 4000 da und davon kannst du schon eine ganz gute Armee aufbauen. So, ich wurde gerade unterbrochen. Ja, nice, genau. Ja, das war nicht die Sache, genau. Okay, dann gehst du hier mal hoch. Oben hat wieder was Neues. Da machen wir mal die Aquädukte. So, und hier oben. Warte mal, habe ich mit den Arvenern keinen Krieg? Nee. Das Problem ist, die mögen uns total. Ja. Oh, Home ist immer noch da. Okay. Also einmal hier, einmal
Da. Ja, wobei, nee. Da brauche ich schon noch ein bisschen Militärpräsenz. Ich muss ja was bauen können. Also rekrutieren. Ja, die wurde ein bisschen niedergetrampelt, das stimmt. Marktsiedlung, landwirtschaftliche Siedlung, zivile Siedlung. Ich mach mal zivil. Okay, da muss ich aufpassen. Das ist eine Fullstack-Armee. Herakles hat Herakleides oder so. Der hat was bekommen, und zwar eine Skill-Punkte. Ach du Blöder. Nee, das spiele ich nicht. Also mit nur einer Pikiniers-Phalanx kann man rüber überhaupt nicht aufhalten. So. Lakonophili, was? Spartas unerschütterliche Traditionen haben in der hellenischen Welt Respekt gewonnen. Viele, die nach einer Lebensart der Spartaner streben, ahmen unsere Bräuche nach. Soll das so weitergehen? Ausbeuten, Widerstand leisten, ignorieren. Selbst Großreiche unterliegen harten Zeiten. Inspirierte Unternehmen. Reichtum entfremden. Warte. Hä? Es ist in Spartas Interesse, die Annahmen unseres Sitten anzuregen. Fremde Versuche, die spartanischen Bräuche anzufechten, haben die Spartiaten verärgert. Ihr Wohlbefinden sollte an erster Stelle stehen. Die Entfremdung in eurem Herrschaftsgebiet ist eskaliert und beeinträchtigt die öffentliche Ordnung. Ignorieren. Niedere Menschen können tun und lassen, was ihnen gefällt. In Sparta spielt das keine Rolle. Minus 10 Wohlstand. Ja, ich ignoriere es. Ein Kind ist geworden, das ist gut. Erlass annulliert, Italien, genau. Ja, hier, das da. Nee, Schmarrn, das da. Handel treiben wir hier kaum. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Mit denen gehen wir dahin, mit denen gehen wir hier hin. Öffentliche Ordnung ist gut. Wieder kein Geld. Wie geht's denn jetzt Massilia? Okay, Massilia, also hier haben die Elver. Werden natürlich verfolgt, also die werden sterben. Bei der Gewaltmarsch. Uiui. Und hier fängt er an zu bauen. Ja, mach mal schneller. Armee zerstört, Krieg erklärt, Baubericht, Siedlung verloren. Provinz umstritten, okay. Wir können noch ein Ding erteilen. Ein Ding zur Bumster, da würde ich mal kurz schauen. Okay, hier das oben gehört nicht uns. Das passt. Mache ich hier die Loyalität. Alter, jetzt reicht's mal. Okay, hier haben wir zweimal Hopliten.
Kavallerie. Ja, das probiere ich. Ah, die Kavallerie darf ich ja nicht wieder nicht einsetzen. Und das ist auch so eine Stadt, die richtig blöd ist zu verteidigen. Ich mach's mal wieder so wie vorher. Ist natürlich hier jetzt blöd, aber naja, wenn er sich so blöd. Hey, danke für den Follow. Und das hat mich gerade voll rausgebracht. Moin. Ja, cool. Dankeschön. So. Oh je, also an Yannick, ich mach so, Schleichwerbung, ich mach am Samstag einen Horror-Stream und ich bin überhaupt kein Horrortyp. Und wenn da dieser Alert kommt, ich werde mich so einscheißen. Oh je, oh nein. Oh Gott. Naja. Ich glaube lieber der Alert als irgendein komischer anderer. Das wird super. Alter, ich keine Ahnung, wieso ich das mache. Also ich weiß warum. Der Demi hat sich sehr gewünscht. Aber das wird so schlimm. Das wird richtig, richtig schlimm. Ich tue mal die hier hin. Der wird bestimmt wieder mit einer Kavallerieeinheit versuchen, mir den Rücken zu bekommen. Wie viele Kavallerie hat er eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wenn ich Glück habe, macht er wieder die normale KI-Strategie und zwar mit der Kavallerie genau gegen die Phalanx rein. Also das wäre natürlich super für mich. Unser General wird angegriffen. Okay, ihr dreht euch jetzt mal um, weil der da kann da nichts machen. Bürgerkavallerie. Das nervt so. Ich darf halt die Kavallerie nicht einsetzen. Okay, das ist in Ordnung. Okay, da habe ich gerade noch alles aufhalten können. So. Der greift hier auch an. Extraordinarii. Die sind halt auch nicht ganz so schlecht, aber gegen Speerphalanx haben die eigentlich nichts zu sagen. Wow. Die Steinschleuderer sind ja auch richtig, richtig die Besten der Besten. So. Okay, der hat 9 verloren, der hat 3 verloren, das ist alles gut. 9 zu 3, das ist auch super. Okay, die wanken jetzt auch. Mach mal schneller, ich brauche euch gleich für die Fernkämpfer hier. Okay, super. Ja, natürlich haben sie sich wieder sofort gefangen. Okay, er stellt sich jetzt mal klüger an als
sonst, was natürlich nicht so gut ist. Der geht jetzt auf meine Kavalleriejagd oder was? Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Was für ein Popel. Entschuldigung. Also was für ein Blöder, meine ich, natürlich. Okay, das sind schon fast 20 tot. Aber das passt soweit. Oh nein, jetzt kommt die da, ne? Okay, das ist in Ordnung, das ist gut. Er stirbt jetzt auch gleich. Das ist in Ordnung. Veteranslegionäre sind halt der richtig gute. Das hat mir ja gar nicht wehgetan. Super. Das hat mich überrascht jetzt. Okay, der ist gerade ein bisschen durcheinander wegen der Kavallerie, glaube ich. Sonntag, warte mal. Ah, das Mikro geht immer ein bisschen runter mit der Zeit. Ein bisschen nervig. Ja. Ich wollte nur gerade schauen, wie es mit der Musiklautstärke ist. Aber passt soweit. Oh! Ich habe hier noch zwei Schiffe. Warte mal, aber hier. Ah. Ich muss das eigentlich hier machen. Auch wenn die Gefahr läuft, dass die dann hier abgefangen werden. Geh mal jetzt wieder hier zurück. Und erobert es wieder, weil die backen hier rum. Und das ist nicht so gesund. So, zwei verloren. Ja, die verlieren schon ein bisschen mehr, aber die gewinnen trotzdem. Und gleich. Gleich wird's lustig, weil dann fangen die an zu kommen. Also, sobald ich das erobert habe, bam, kommen die wieder zurück. Was? Es gehört nicht mehr uns, oh mein Gott! Das Gute bei denen ist natürlich, dass sie noch komplett alle Munition haben. Okay, jetzt kommt das meiste von hier. Ist nicht so ganz so gut. Ja, wobei, wenn er komplett mit diesem Batzen hier reingeht, dann könnte ich mit diesem Batzen und diesem Batzen hier ihn in die Zange nehmen. Das wäre gar nicht so verkehrt. Okay, der teilt sich wieder auf. Dass man sich hier ja nicht mehr aufpassen, das ist ganz gut.
Hört auf den Experten, die Batzen gegen die Batzen. Ja, ist doch so. Das hat alles komplett Sinn gemacht. Wieso macht er jetzt einen auf defensiv? Was für ein Schlumpf. Der hat's irgendwie wirklich mit meiner Kavallerie. Ich könnte die Kavallerie ja auch einfach hierher reiten und dann absetzen. Dann zählt es ja auch nicht mehr als Kavallerie. Vielleicht werde ich das auch tun, weil das nervt ein bisschen. Okay, das ist gerade gut, dass er komplett hier hingeht. Wohin schießt ihr denn? Die können nicht schießen. Jetzt mal platt hier. Was ist los? Was ist los da? Was ist sein Plan? Also die Frage ist natürlich, ob er überhaupt einen Plan hat. Sieht irgendwie nicht so aus. Der geht jetzt nach da, baut sich wahrscheinlich hier auf. So, jetzt halt ein bisschen riskant von mir. Aber ich wollte jetzt den endlich weghaben. Okay, das war es nicht wert. Das war es definitiv nicht wert. Meine Kavallerie. Was macht der denn? Mann, diese Schlacht sollte eigentlich nur ein paar Minuten dauern, maximal. Und der macht jetzt einfach so einen Schmarrn. Verdammt, die stehen hier drin. Das war jetzt doch zu früh. Warte mal, ich stelle mich anders hin. Ich stelle mich so hin. Damn it.
Ich habe ich habe die auch mitgenommen. Gut, ich glaube, das war's dann jetzt, ne? Ich glaube, das war's jetzt dann. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich benutze hier eigentlich erstmal kurz. Sorry, dass ich jetzt die ganze Zeit nichts mehr gesagt habe. Musste mich ein bisschen konzentrieren. Ich benutze jetzt mal die Kavallerie und charge hier rein. Und schnell wieder raus. Ihr dürft keine Einheiten verlieren. Okay, ja. Eins habe ich verloren, aber das Pferd habe ich nicht verloren. Ha. Gut, die Pferde habe ich nicht verloren. Das war aber Glück. Oh, das war ein ziemliches Glück, ja. Wieso schießt ihr auf die, die fliehen? Das ist ein bisschen dumm. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Tschüss. Tschüss. Ach, danke. Endlich. So. War natürlich ziemlich unlucky, dass der nicht so sich nicht so verhalten hat wie üblich. Der hat sich ja eigentlich gar nicht bewegt, so ungefähr. Ah, das war ein bisschen dumm. Also wenn er am Anfang mit voller Kraft mich angegriffen hätte, dann hätte ich es gewinnen können, aber es wäre heftig gewesen. Aber so ist es natürlich sehr schlecht gewesen. Naja, egal. Aber da ist ja meine Armee oben drüber. Also ein bisschen weiter südlich.
Die war gerade in den Alpen und ja, Skifahren und jetzt kommt sie zurück.